begleitet mich heute zu Disney in Concert. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ich bin heute bei Disney in Concert hier in Zürich. Eigentlich mein Freund, aber der kommt gleich nach. Keine Sorge, der hat mich noch nicht im Stich gelassen. Vielleicht noch 5 Minuten, wenn die Show anfängt. Das sehen wir denn. Disney in Concert hat eine spezielle Aufführung zum 100. Geburtstag von Disney. Und ich bin sehr gespannt. Ich war ja letztes Jahr schon mal bei Disney in Concert mit Daniel in Trier. Und hier das Hallenstadion ist eigentlich nur 5 Minuten Fußweg von uns zu Hause entfernt. Deswegen ist es eigentlich ideal, hierher zu kommen. Und auch für meinen Freund, wenn er keine Lust hat, dann geht er halt wieder nach 5 Minuten. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass ich ihn noch später mal fragen kann, wie er es denn so in der Pause gefunden hat. Also wenn es gibt ja eine Pause, dann frage ich ihn mal, wie er es so findet bisher. Er wartet jetzt nicht irgendwie Luftsprünge von ihm oder so, aber ich bin sehr gespannt und versuche ein bisschen mitzunehmen. Ich möchte nicht zu viel spoilern. Ich weiß, dass ihr in den nächsten Tagen und Wochen auch Disney Concert besuchen werdet. Dennoch versuche ich euch ein paar Eindrücke zu zeigen. Und ja, ich würde sagen, wir gehen mal rein. Ich habe auch Ohren dabei, aber ich traue mich noch nicht, sie anzuziehen. Weil ich glaube, ich bin eine der wenigen oder vielleicht die Einzige, die hier Ohren anziehen wird. Aber ich habe meine 100 Jahre silbernen Ohren dabei. Ich guck mal, wie es drin aussieht. Hier gibt es sogar Ohrstöpsel, also schütze dein Gehör. Oder für meinen Freund, wenn er es gar nicht hören will, kann er die Ohrstöpsel auch anziehen. Genau. Und hier steht auch, bitte die Blitzlichter beim Fotografieren an den Geräten ausschalten. Auch ganz wichtig. Es gibt auch Merchandise zum Disney 100 Konzert. Es gibt ein T-Shirt, hier auch mit den Tourdaten. Das ist wahrscheinlich hinten und das ist vorne. Gibt es das T-Shirt für 40 Euro. Es gibt eine Shopperbag, das sind glaube ich Franken, nicht Euro. Entschuldigung, Franken. 30 Franken. Die Tasche bei der Disney 100 Ausstellung kostet 25 Euro. Also hier nochmal ein bisschen teurer. Und das war es auch schon. Übrigens habe ich euch noch gar nicht erzählt, mein Freund und ich haben ja einen Deal, warum er heute mitkommt. Ist jetzt nicht so, dass er hier mega, ich habe übrigens meine Ohren an. 5 Personen haben Ohren an, das dachte ich, komm, jetzt kannst du auch anziehen. Ich habe jetzt schon 3 Follower getroffen, vielen Dank fürs Ansprechen. Und ja, zu dem Deal. Also, und zwar ist es so, im Juni gibt es ein Konzert von der Lieblingsband von meinem Freund, Iron Maiden. Das ist überhaupt nicht meine Musikrichtung. Aber wir haben gesagt, okay, er kommt mit zu Disney in Concert, dafür gehe ich mit zu Iron Maiden. Ich weiß ja nicht, ob der Deal ganz gut war, wir werden sehen. Aber wahrscheinlich wird er heute nicht so begeistert sein und ich werde dann im Juni nicht so begeistert sein. Dennoch haben wir diesen Deal und wir ziehen es jetzt beide durch. Also ja, für mich geht es dann im Juni zu Iron Maiden. Spaß. Siehst du, sie will uns mit Tricks reinlegen. Das
Das Leben steckt voller Möglichkeiten. Wofür möchtest du in Erinnerung bleiben? Die Welt liegt in unseren Händen. Wir müssen was daraus machen. Ja! I just want to say a word of thanks to all the artists, the workers, and all of you. The young, and the young in heart. You helped make this dream come true. Wir bedienen ohne Hast die Serviette um den Hals, Cherie, dass du hier nichts verpasst. Soupe du jour, gratiniert, hier wird nur für dich serviert. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie den Host des heutigen Abends, Jan Köppen! Hallo! Und sagen Sie aber mal Hallo und einen Riesenapplaus für unser wunderbares Ensemble, meine Damen und Herren. Die werden Sie am heutigen Abend noch öfter sehen. Und damit haben Sie jetzt schon einen Teil der internationalen und vor allem sehr talentierten Reisegruppe kennengelernt. Und der andere Teil sitzt hier, ist riesig groß und auch für die ein herzliches Willkommen und einen großen Applaus. Das Hollywood Sound Orchestra und Band unter der Leitung von Philipp Kleitel, meine Damen und Herren. Ja, und damit herzlich willkommen zu Disney 100, The Concert, meine Damen und Herren, hier in Zürich. Schön, dass Sie alle da sind und wir werden natürlich eine Reise, ich habe es ja gerade schon angekündigt, wir sind jetzt zusammen eine große Reisegruppe, durch 100 Jahre Disney, weil die wollen wir feiern, erleben durch 100 Jahre fantastische Musik, die Sie alle mit irgendwas verbinden, da bin ich ganz, ganz sicher. Und deswegen möchte ich gerne zu Beginn direkt diese Frage stellen, ist hier jemand 100 Jahre alt? Rein theoretisch könnte es ja sein. Nein, okay, wir bleiben trotzdem bei der Zahl 100. War schon mal jemand von Ihnen 100 oder 100 Mal oder öfter im Disneyland? Wirklich? Was sagt man da? Glückwunsch? Glückwunsch, toll. Schön, dass Sie da sind. Und dann, diese Frage wird wahrscheinlich... diese Frage wird von noch mehr Leuten, glaube ich, beantwortet mit ja. Hat schon mal jemand von Ihnen einen Disney-Film 100 Mal oder öfter gesehen? Sehr gut, Zürich, auf Sie zu verlassen. Also, das hätten wir geklärt. Also sehr viele natürlich Fans hier, wahrscheinlich aber halt verschiedene Filme. Deswegen würde ich weiter gerne fragen, wo denn hier so die Gruppierungen sitzen. Wie sieht's denn aus mit Pocahontas? Vaiana? Das ist immer interessant. Star Wars? Ja, es war ein bisschen tiefer. Avengers? Das war relativ hoch für diesen Film. Aber die haben auch eine Rüstung an. So. Was hätten wir noch? König der Löwen. Fluch der Karibik. Aber jetzt natürlich diese eine Frage. Der Film muss bleiben, beziehungsweise drin sein. Wie sieht es denn hier mit den Eiskönigin Ultras aus? Okay, also Für alle, so viel kann ich versprechen, ist was dabei. Wir haben versucht, so viele Filme und so viel Musik wie möglich in diesen Abend zu packen, damit alle auf ihre Kosten kommen.
Und ich weiß nicht, wer schon mal bei Ihnen bei Disney in Concert war. Mein Lieblingscharakter, also wenn ich immer gefragt werde, welcher mich vielleicht ein bisschen beeinflusst hat, ist dieser eine und auch dieser eine Film dementsprechend. Ist ein ganz gemütlicher Kerl. Also ein sehr gemütlicher, also schon so gemütlich ist der. Und er ist sehr behaart. Wer ist es? Nein, das ist ein Fehler. Der ist auch sehr sympathisch, aber es ist natürlich Baloo. Ja. Aber ich weiß nicht, ob man sich jetzt dieses Foto, dieses Bild ausgesucht hat, weil ich... Ich weiß nicht, ob eine gewisse Ähnlichkeit da ist. Warum ist er mein Lieblingscharakter? Weil er eben so ist, wie er ist und sich selbst und diese ganze Welt vielleicht auch nicht immer so ernst nimmt und weil er gemütlich ist und weil er vielleicht auch gerne mal träumt. Und träumen, das bringt mich jetzt zu unserem ersten Themenblock. Klingt fast schon viel zu wissenschaftlich. Aber das Thema Träume ist natürlich schon in ganz, ganz vielen Disney-Filmen immer wieder Antrieb. Wir erfahren durch die Wünsche unserer Heldinnen und Helden, was sie denn antreibt, was sie bewegt. Und das oft in sogenannten I-Want-Songs. Also jetzt nicht sowas wie I want a Rösti, sondern eher so ein bisschen größere Themen. Und oft gehen diese Wünsche, die diese Heldinnen und Helden haben, dann ja auch in Erfüllung. Aber manchmal brauchen sie dann eben Hilfe von Freunden, von der Familie, von einem Stern oder einfach durch den Kuss eines Froschs. Und deswegen entführen wir sie jetzt in die Welt der Träume von Disney. Erstmal mit unserem Ensemble, die diesen Stern besingen, der hoffentlich viele Wünsche wahrmacht. Und dann gibt es die wunderbare Charlie Byrne, die nochmal besingt, dass ein Traum ja nur ein Wunsch ist, der von Herzen kommt. Also viel Träumen jetzt, Zürich, bitteschön. Wenn Sie mich dann sehen und die Stimme sagt mir, Junge, hier gehörst du hin. Noch beweisen, ganz egal wie lang, meine Reise wird meinem Dauerlauf, gebe ich niemals auf. Bis dann hat Herkules sich endlich auch bewährt. Dass ich mir keine Bildererzählung ausdenken kann, ohne die Begleitmusik, mit der sie erst komplett wird. Und jetzt kommen wir zu einem Werk, da ist es aber andersrum. Da war zuerst die Musik und diese hat dann inspiriert zu eben den Bildern. Dieser Film ist relativ alt, aber wir feiern ja auch 100 Jahre Disney an diesem Abend. Nämlich 1940 ist er entstanden. Und er wurde damals mit einem Ehren-Oscar für die herausragende Visualisierung ausgezeichnet. Es geht natürlich um Fantasia. Und wir erleben jetzt das wohl bekannteste Stück daraus, dieser Zauberlehrling, der vielleicht ein bisschen überambitioniert ist und deswegen eine Katastrophe anrichtet. Aber wer kennt es nicht, man will kurz was zaubern und schon brennt die ganze Küche. So ähnlich geht es diesem Zauberlehrling. Tolle Geschichte, tolle Musik von Paul Dukas zu der Geschichte von Johann Wolfgang von Goethe. Und in der Hauptrolle als Zauberlehrling natürlich niemand anderes als Mickey Maus. Und jetzt hier auf der Bühne in der Hauptrolle dieses fantastische Orchester. Ich würde sagen, in unser aller Leben. Und man kann davon auch träumen. Von der Liebe. Liebe. So, sehr gut. Jedes Mal, wenn ich das jetzt sage, machen Sie das, ja? Okay, dann kommen wir doch zur Liebe. Okay, dann, wobei, da bräuchte ich vielleicht eine gewisse Stimmung. Wilhelm, habt ihr irgendwie musikalisch was? Stopp.
interessante Form von Liebe. Oh, ich hatte schon vergessen. Okay, aber okay, können wir erstmal ein bisschen andere Lichtstimmung vielleicht, ein bisschen was anderes, ein bisschen. Und vielleicht mehr romantisch fürs Herz. Ja, okay. Die Liebe. In ganz vielen Filmen Thema. In ganz vielen. Die Liebe unter Freunden, in der Familie, die Liebe unter Hund und der wahre Liebe. Kuss. Und wir machen jetzt eine Reise durch die Welt der Liebe. Und erfahren erst, ja, wie es ist, wenn eine Gorillamutter einen kleinen Jungen liebt und diesen großzieht. Ich hab nicht Liebe gesagt. Allein jeder auch. Jetzt wird's gerade kontra zur Musik, aber wir schaffen das. Und dann reisen wir weiter, ja, auf einem Teppich Richtung Agrabah und dann in ein Schloss nach Frankreich. Und da, ja, erfahren wir noch mehr von der. Oh. Richtig. Danke. Die Musik oder den Film, den wir gerade erlebt haben, ja, ein toller Film, Encanto, und wir widmen uns der Zauberei, meine Damen und Herren, denn wir wollen sie noch ein bisschen weiter verzaubern, auch mit diesem Film, in dem es ja auch eine Familie gibt, in der jeder eine ganz besondere Gabe hat. Und wir kommen jetzt zu einem Song, der ist für Disney tatsächlich auch ein kleiner Überraschungserfolg gewesen, einer der erfolgreichsten Songs in der Geschichte von Disney, von Lin-Manuel Miranda, so. Und wenn es um Encanto geht, dann muss ich natürlich diese Frage stellen. Über wen sprechen wir nicht? Über wen sprechen wir nicht? Über wen sprechen wir nicht? Liebe. Ah, ich wollte sie nur testen. Also kein Wort über Bruno. So, es ist Pause und ich weiß gar nicht, wie lang. Ging jetzt knapp 1 Stunde 5 oder 1 Stunde 10 der erste Akt.
Und am besten gefallen hat mir tatsächlich, also vom Orchester her, der Frozen Part. Weil das Orchester, ich finde das immer sehr beeindruckend, wie das Orchester, dass es alles live ist. Und deswegen fand ich den Frozen Part am besten. Der beste Song fand ich tatsächlich Dos Orogita, ich glaube, ich weiß, ich kann es nicht aussprechen, von Encanto. Schön und das Biest hat sie leider den Anfang verpatzt, aber es ist halt alles live gesungen. War auch so mittelmäßig tatsächlich leider Schön und das Biest. Und am schlechtesten fand ich tatsächlich Fantasia, weil mir, ich kann mit dem Film nicht so viel was anfangen. Ich habe mir, glaube ich, noch nie ganz geguckt. Und ja, die Musik ist ganz gut, aber irgendwie fand ich das am schlechtesten. So, jetzt kannst du was sagen. Das ist ja übrigens mein Freund. Ja, also der absolute Nicht-Disney-Fan. Aus der Perspektive muss ich meiner Freundin da recht geben, die letzten zwei Songs von diesem, wie heißt das, Encantos? Encanto, Don't Talk About Bruno und Dos Orogitas, glaube ich. Also Don't Talk About Bruno war der beste Song, also den ich jetzt auch als Nicht-Disney-Fan wirklich catchy fand und mit sehr viel Energie und so weiter. Der davor war der zweitbeste Song, also die beiden waren die beiden besten Songs. Dritter Platz wäre dann halt Let It Go auf Deutsch, ich weiß nicht, was das auf Deutsch heißt. Also Lass jetzt los, okay. Ist wahrscheinlich ein bisschen ausgelutscht für die meisten Disney-Fans. Ich persönlich habe es nicht so oft gehört, dementsprechend finde ich es noch hörbar. Gebe auch meiner, ich weiß nicht, ob du es schon schlechtesten Schöne und das Biest fandest oder? Mittelmäßig. Also ich fand es am schlechtesten. Also von allen Songs, selbst schlechter als Fantasia, sorry. Ja, das ist so mein Eindruck. Und allgemein, was so die Performance angeht, es ist halt ein bisschen, ich verstehe es auf der einen Seite, auf der anderen Seite finde ich es ein bisschen schade, dass hier alles praktisch digital unterstützt ist. Du hast also diese riesen Lautsprechersysteme, die das praktisch die Musik von dem Orchester in die gesamte Halle reinblasen. Das ist natürlich verständlich bei der Größe und wahrscheinlich auch bei der Art des Songs, aber es geht halt so dieses Orchester-Feeling weg. Wenn ich jetzt die Augen zumache und ich höre mir das einfach an, dann hört es sich an, als wäre es einfach nur eine Videoaufzeichnung. Es kommt diese Live-Erstellung oder Herstellung der Musik kommt nicht so richtig rüber. Aber wie gesagt, ich bin nur Laie, keine Ahnung. Ich finde das Orchester trotzdem sehr beeindruckend. Du nicht? Ich habe ja nicht gesagt, dass das Orchester nicht beeindruckend ist oder keine gute Musik macht. Im Prinzip ist es eindeutig, dass sie eine extrem gute Musik machen. Aber was durch die Lautsprecher kommt, ist extrem gut. Aber wenn ich ein Orchester höre, will ich sie eigentlich live hören, ohne diese digitale Unterstützung. Das heißt, ich will die einzelnen Instrumente hören, wie sie die Klänge erzeugen und nicht, wie es dann über eine digitale System dann an mich dann mit Verstärker und allem weitergegeben wird. Habe ich bisher nicht so, muss ich jetzt mal genauer hinhören. Ja, du musst mal, überleg dir mal einfach, du machst jetzt die Augen zu und du hörst dir das einfach an. Würdest du hier wissen oder glauben oder erkennen, dass du in einer Vorstellung bist, wo ein Live-Orchester diese Musik spielt? Es hört sich an wie im Fernsehen. Genau, es hört sich an wie im Fernsehen mit einem extrem. Deswegen finde ich es ja so beeindruckend. Ja, das ist ja scheiße. Das ist ja nicht dafür gehe ich doch nicht im Endeffekt in so eine Live-Vorstellung. Ich gehe in eine Live-Vorstellung, weil ich ein Live-Orchester habe und weil ich das Live-Orchester selbst hören möchte, so wie ich es eben nicht im Fernsehen hören kann, weil sonst kann ich es auch im Fernsehen gucken. Gut, jetzt gucken wir mal, was in der zweiten Pause so losgeht und am Ende, wenn wir zu Hause sind, gibt es dann nochmal ein Fazit von mir. Wenn wir so ein Laserschwert dabei haben, ne? Herzlich willkommen zurück zu Teil 2 hier bei Disney 100 The Concert und ja, das war ein fantastischer Film bzw. ganz, ganz tolle Musik von dem mittlerweile 91-jährigen John Williams. Der ist also fast so alt wie Disney und wir feiern heute ja die 100 Jahre. An dieser Stelle ganz kurz eine Frage an Sie hier in Zürich. Das macht sogar Geräusche. Hören Sie das? Sie haben es gehört, super. Ist hier jemand Jedi-Ritter? Oh ja, so viele gleich. Nee, man kann sich, habe ich gehört, offiziell ausbilden lassen in einem Jedi-Orden. Offiziell, wirklich, habe ich mal gehört. Dann die andere Frage, hat noch jemand ein Laserschwert dabei? Sonst müssten wir Security holen. Nur dass ich es weiß. Okay, haben wir das geklärt? Von diesem einen Abenteuer jetzt in ein anderes Abenteuer. Wir widmen uns jetzt den abenteuerlichen Geschichten, die Disney hervorgebracht hat in den letzten 100 Jahren. Und dann kommen wir zu einer jungen Dame, die sich ganz im Sinne einer Disney-Prinzessin gegen ihren Vater stellt und auf ihr Bauchgefühl hört und damit ihr ganzes Volk rettet. Gut, sie hat auch noch Hilfe eines Halbgotts. Deswegen stechen wir jetzt in See, meine Damen und Herren, mit der wunderbaren Christina Lorff und Vaiana. Du
gehört dir alles. Das Land ist für dich frei und nur noch Holz. Doch jeder Stein und Baum und jedes Wesen hat sein Leben, seine Seele, seinen Stolz. Dort beschrieben wird, wie wir mit dieser Welt umgehen, wie wir diese Welt schützen, diese wundervolle Welt. Und dahin begeben wir uns jetzt in weitere wundervolle Welten, die von den Kreativen von Disney geschaffen wurden. Entweder weil sie sich haben inspirieren lassen von den schönsten Ecken dieser Erde oder weil sie ja, Welten erschaffen haben, die wir vorher noch gar nicht kannten, die komplett der Fantasie entsprungen sind oder sich in Welten hervorgewagt haben, die wir alle in dieser Form nicht erleben können. Ich habe kurz überlegt, ob einer dieser Lieblingscharaktere, die ich habe, vielleicht auch der kleine Fabius ist. Ja, ne? Genau das löst er nämlich aus. Der kleine Fisch. Wobei Sebastian die Krabbe ist ja auch ganz nett. Also ich finde, in diesem Film gibt es unfassbar gute Charaktere. Man muss immer so ein bisschen aufpassen, wie man diesen Film erzählt. Wenn man sagt, junge Frau sieht Typ auf Yacht und will den haben, klingt erstmal komischer, als wenn man sagt, eine Meerjungfrau sieht einen Prinz auf seinem Boot und möchte ihn. Und vor allem will sie eins sein, ja, so sein wie er, nämlich ein Mensch. Hier ist Ariel in der Originalfassung von 89. Das noch als Info. Sieh dich nur um, ist das nicht schön? Hast du sowas denn schon einmal gesehen? Glaubst du nicht auch, ich hätte viel schon erreicht? Sieh diesen Schatz. In Avengers geht es ja um Teamwork und jetzt kommen wir auch zu Teamwork, nämlich zu Freundschaft. Und ich wette, hier sitzen auch gerade viele, viele Freunde, die eventuell durch Disney zusammengekommen sind, diese Freundschaften, die entstanden sind. Und wir, das sage ich Ihnen, machen jetzt auch was. Es könnte sein, dass Sie gleich Teil dieser ganzen Show hier werden, denn wir haben eine Friendship Camp. Wir machen Ihnen das jetzt mal vor, der Wilhelm und ich. So. Das können Sie auch gleich machen, ne? Wie lange wollen wir das machen? Noch 2 Sekunden. 1, 2. Also, könnte sein, dass gleich eine Kamera auf Sie gerichtet ist. Und an dieser Stelle sei kurz erwähnt, es ist keine Kisscam. Nur, dass Sie das wissen, also feiern wir jetzt alle zusammen die Freundschaft. Und auch beim ersten Song können Sie sehr gerne mitmachen. Und den gibt's jetzt. Sehen Sie? Kommen Sie auf Tour nächstes Jahr 2024? Ja, das war doch schön. So, was machen wir denn eigentlich jetzt weiter? Ach ja, Sie haben mich gerade inspiriert, Zürich. Holen Sie nochmal alle Ihre Handys raus. Also, ich sage Ihnen gleich warum, jetzt nicht E-Mails checken oder so. Licht an? Richtig. Habe ich gerade schon sehr oft gesehen, aber ich glaube, es sind noch mehr Lichter möglich, denn das passt hervorragend zu dem, was jetzt kommt. How does a moment last forever? Bitte schön. Mehr, mehr. Ja.
Wir haben ja bisher so gut mitgemacht. Jetzt machen wir noch was zusammen. Ich buchstabiere am ersten Mal. SUPERKALIFRAGILISTIKEXPIALIGETISCH. Ich habe noch nie für einen L so viel Beifall bekommen. Sie wissen, was heißt das? Das ist korrekt, aber halt sehr mit Versatz. Okay, jetzt die einzelnen Versatzstücke machen wir jetzt einmal zusammen. Super. Super. Kali. Kali. Fragi. Fragi. Listig. Listig. Jetzt muss ich selber gucken. Expi. Expi. Ali. Ali. Spätisch. Spätisch. Sehr gut. Und jetzt alle zusammen. Eins, zwei, drei. Jawohl! Ihr zwei da, ne? Alle laut, die Ecke da. Die Supercalifragilisticexpialidocious-Ultras. So, wir machen das jetzt aber, wir wechseln. Ich teile hier. Hier sind die Friendships over. Supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilistic. Ich habe das Gefühl, wenn ich dabei angestrengt dann gucke, wird es auch lauter. Jetzt drehen wir es um. Ich hätte es vielleicht erklären müssen. Also jetzt super. Aber eigentlich war es richtig, dass man so rum kann man es eigentlich auch mal probieren, ne? Sie bleiben mal dabei. Jetzt habe ich sie komplett verwirrt. Jetzt noch einmal alle zusammen. Supercalifragilisticexpialidocious. Dann machen wir das doch. Was? Moment. Da fehlt ja noch einer. Riesenapplaus für unseren fantastischen Dirigenten. Hier ist nochmal Wilhelm Keitel! Thank you.
ganz schnell wieder zu Hause gewesen. Wie gesagt, 5 Minuten Laufweg, das ist super praktisch. Wir haben tatsächlich auch für, ich weiß nicht, irgendwann Ende des Jahres gibt es hier das König der Löwen Musical. Haben wir auch Tickets gebucht oder habe ich ja geschenkt bekommen von meinem Freund zum Geburtstag. Ja, also es ist sehr praktisch, das hier um die Ecke zu haben, das Hallenstadion, und da ist auch ein Theater. Also viele Konzerte und Musicals einfach hier direkt ums Eck. Ja, das Fazit, also wir haben jetzt gerade auf dem Nachhauseweg nochmal gesprochen. Also mein Freund gibt dem Ganzen als Nicht-Disney-Fan eine Wertung von 4 von 10 Punkten. Eigentlich hat er erst 3,5 gegeben, aber er fand den Moderator, den Jan, richtig cool. Ich fand ihn auch mega. Also der Jan hat das Ganze auch nochmal so aufgelockert und die Stimmung gehoben. Die Stimmung fand ich generell sehr, sehr gut in der Halle. Viel haben mitgesungen und mitgemacht. Und ja, also deswegen, wegen Jan gibt er einen halben Punkt mehr. Und wegen den männlichen Sängern. Die fand er tatsächlich auch besser als die weiblichen. Von den weiblichen fand er nur eine gut von den dreien. Und Anton, ich weiß jetzt leider nicht, Anton, der ist sehr bekannt, der Sänger, war leider krank heute. Das heißt, er hatte Ersatz, aber wie gesagt, die Männer waren auch recht gut. Was meinem Freund so ein bisschen fehlt, ist der rote Faden, da gebe ich ihm auch recht. Also es gibt keine Storyline, die erzählt wird, von Anfang bis Ende, sondern es ist einfach ja so themenmäßig, Abenteuer, Liebe, Zauber und dann kommt ein bisschen Star Wars, Avengers, ein bisschen Pixar. Also von jedem ist was dabei gewesen, Fluch der Karibik. Aber es wird halt keine Story erzählt. Es werden die Lieder gespielt und Bilder oder Filmausschnitte gezeigt, aber keine Geschichte sozusagen erzählt. Aber dennoch, also für mich als Disney-Fan, ich liebe es. Ich liebe Disney in Concert. Es ist, ja, das Orchester finde ich wirklich, also dass das alles live gespielt wird, ist halt echt immer so ein bisschen unvorstellbar, weil das sich so gut anhört. Sag ich mal, wie im Fernsehen, aber das hat ja mein Freund kritisiert. Naja, vielleicht ist das auch meine Disney-Bubble, in der ich da bin. Ja, also er als Disney, Nicht-Disney-Fan wird eine 4 von 10 geben. Und er meinte, einmal geschaut, reicht für ihn für die Zukunft. Aber ich muss, wie gesagt, dafür im Juni zu Iron Maiden. Also das muss ich auch überstehen, werde ich auch überstehen, mache ich ja für ihn. Ja, wie gesagt, ich fand es auch schön, tolle Lieder. Was hat mir im zweiten Part am besten gefallen? Jetzt muss ich tatsächlich mal überlegen. Also Fluch der Karibik war schon sehr imposant, so die Musik. Und songmäßig Vaiana war ganz toll und jetzt auch am Ende König der Löwen. Und ja, also verschiedene Elemente, Feuerwerk, Dampf, Ballons werden durch die Gegend geworfen, also geschmissen ins Publikum, und das Publikum wird auch integriert, zum Beispiel beim Pixar-Lied, beim Toy Story-Lied, du hast einen Freund in mir. Also ja, viele schöne Elemente, tolle Songs. Wo ich halt nicht der größte Fan bin, ist von Dschungelbuch. Also ich mag den Film halt generell nicht so. Aber trotzdem auch dass man mitsingen konnte, fand ich ganz süß. Und Jan als Moderator, super gut. Und ja, das Orchester. Ich glaube, das war derselbe Dirigent wie letztes Jahr tatsächlich auch bei Disney Concert, wo wir mit Daniel waren. Ja, das war unser Eindruck von Disney Concert hier in Zürich. Läuft ja jetzt noch bis 16. Mai, glaube ich, deutschlandweit. Und es gibt ja auch schon für nächstes Jahr Termine. Believe in Magic heißt das Thema, glaube ich. Hier in Zürich am 12. Mai habe ich gesehen. Das ist ein Sonntag. Keine Ahnung, ob wir nächstes Jahr hingehen, weil Sonntag ist auch immer so schwierig. Dann habe ich direkt schon mal ein Wochenende verplant und ich weiß ja nicht, was nächstes Jahr an diesem Wochenende stattfinden könnte. Deswegen weiß ich noch nicht, ob wir dann oder ob ich dann hier zu Disney Concert gehe. Mal sehen. Also, ich hoffe, dieses Video mit den Eindrücken von Disney Concert hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao.